Was geht ab, wenn du gerade mit dem Gedanken spielst, kurz, längerfristig oder sogar vielleicht für immer nach Thailand auszuwandern, dann ist dieses Video hier genau richtig für dich. Ich lebe jetzt schon seit über 6 Monaten hier auf Thailand, davon die längste Zeit auf Koh Phangan. Danach war ich 1 Monat auf Koh Samui und jetzt bin ich gerade hier in Phuket. Und ich bin damals hier nach Thailand gekommen, weil ich mir einfach mal anschauen wollte, wie es so ist, hier in Thailand zu leben und ob ich mir vielleicht auch vorstellen kann, in Zukunft für immer hier nach Thailand auszuwandern. Erstmal will ich in diesem Video hier drauf eingehen, für wen das hier so alles geeignet ist, wer sich das Ganze hier mal so anschauen sollte, kurz, längerfristig oder vielleicht auch sogar schon direkt für immer. Dann werde ich euch erklären, was ihr hier so alles braucht, wie ihr euch so vorbereiten müsst, um hier nach Thailand zu kommen. Und zum Schluss werde ich dann noch auf die Preise drauf eingehen, was hier so eine Wohnung kostet, ein Roller, das Essen, also wie viel Geld ihr hier im Monat braucht, mit was ihr so rechnen müsst. Also geeignet ist das definitiv für jeden. Eine Reise ist niemals nur eine Ausgabe, dass ihr irgendwie Geld ausgibt und dafür Urlaub macht. Eine Reise ist auch immer eine Investition in euch selber und das ist definitiv die wichtigste und beste Investition, die ihr in eurem Leben machen könnt. So, ihr verbessert hier zum Beispiel euer Englisch, ihr lernt hier sehr interessante Leute kennen mit sehr, sehr interessanten Mindsets, ihr werdet hier selbstständiger und vieles, vieles mehr. Und besonders geeignet ist das Ganze hier natürlich für Leute, die sich jetzt schon ein bisschen was zusammengespart haben. Leute, die sagen, okay, ich will mal was anderes sehen von der Welt, ich will mal was Neues austesten. Vielleicht will ich auch mal schauen, wie es so ist, hier in Zukunft zu leben oder vielleicht schon direkt hierher zu ziehen. Und vielleicht dann auch hier wohnen zu bleiben. Und geeignet ist es natürlich auch für die Leute, die gerade einfach unzufrieden mit ihrem Job sind und vielleicht sowieso kündigen wollten. Dann würde ich sagen, kündigt am besten direkt heute noch und bucht den nächsten Flug und kommt so schnell wie möglich nach Thailand. Das lohnt sich für euch auf jeden Fall extrem. So, was braucht man alles, um hierher zu kommen? Wie bereitet man sich vor hier auf die Thailand-Reise, auf das Leben in Thailand? Erstmal braucht ihr ein Visum. Dann gibt es das Visum hier für die Leute, die maximal 2 Monate hier in Thailand bleiben wollen. Da braucht ihr überhaupt kein Visum, da werdet ihr einfach einreisen, habt 30-Tages-Visum und könnt das Visum dann nochmal hier in Thailand ganz einfach bei der Immigration für 30 Tage verlängern. Dann gibt es das sogenannte Tourist-Visa, das habe ich jetzt auch gerade, damit bin ich jetzt schon bereits 6 bis 7 Monate hier in Thailand. Das gilt eigentlich nur für 3 Monate, da gibt es aber irgendwie immer eine Möglichkeit, das zu verlängern um 2 Monate. Da müsst ihr alle 2 Monate mal zur Immigration gehen und jetzt gab es die ganze Zeit das sogenannte Covid-Extension und da gibt es aber auch irgendwie immer Möglichkeiten, also ihr werdet immer irgendwie irgendwelche Möglichkeiten finden, um euch das Visa verlängern zu lassen. Also wenn ihr mal vorhabt, auf unbestimmte Zeit oder mal längerfristig nach Thailand zu kommen, dann holt euch auf jeden Fall das Tourist-Visa und notfalls, falls ihr nichts findet zum Verlängern, dann müsst ihr halt notfalls mal ausreisen, geht mal einen Monat nach Bali und kommt dann wieder zurück und habt dann automatisch wieder 60 bis 90 Tage Verlängerung von dem Visa. Und da gibt es aber auch noch ganz viele andere verschiedene Visa-Arten hier in Thailand. Das Learning Visa, das geht 1 Jahr lang. Da müsst ihr irgendwie zum Beispiel Muay Thai lernen und einmal die Woche zum Muay Thai-Training gehen. Da gibt es noch ganz viele verschiedene Arten von Visa, die ihr hier bekommen könnt. Wenn ihr das Geld habt und hier direkt herkommen wollt, um hier zu leben, längerfristig, dann könnt ihr euch auch das Elite-Visa kaufen, das ist für 20 Jahre und es kostet 20.000 Euro, also 1.000 Euro pro Jahr dann ungefähr. Wenn man das hier mal hochrechnet, ist das eigentlich ziemlich günstig. Dann braucht ihr eine Auslandskrankenversicherung. Wenn ihr kurzfristig hier bleibt oder bis maximal 1 Jahr lang hier bleibt, dann empfehle ich euch eine deutsche Auslandskrankenversicherung einfach. Bei der ADAC, da habe ich das gemacht, das war sehr, sehr einfach. Die haben mir direkt die Unterlagen alle zugeschickt, also ich habe mit denen telefoniert und die haben mir echt noch am Telefon alles zugeschickt. Ich hatte direkt alles da, auf Deutsch, auf Englisch, alles was ihr braucht, die komplette Auslandskrankenversicherung. Also einfach mal bei ADAC Auslandskrankenversicherung eingeben, dort anrufen und dann habt ihr alles was ihr braucht. Wenn ihr längerfristig hier bleibt, dann könnt ihr natürlich schauen, euch einfach hier in Thailand zu versichern. Und beide Versicherungen hier in Thailand oder die Auslandskrankenversicherung von Deutschland kosten beide ungefähr 50 Euro im Monat. Und das war es jetzt auch eigentlich schon. Mehr braucht ihr eigentlich überhaupt nicht. Dann nehmt ihr euch noch einen kleinen Rucksack mit ein paar Klamotten mit. Den Rest könnt ihr euch einfach auch alles hier kaufen. Und jetzt kommen wir mal zu den Preisen, was man so braucht im Monat, mit wie viel ihr hier ungefähr rechnen müsst an Fixkosten, was ihr hier so habt. Und dafür gehen wir jetzt mal hoch in meine Wohnung. Nein, gehen wir noch nicht in meine Wohnung, fangen wir mal direkt hier unten an. Also ich habe jetzt in Thailand immer eigentlich in kleinen Bungalows gewohnt, also immer kleine Häuser, die ich für mich alleine hatte. Und jetzt hier in Phuket bin ich gerade in
so einer Wohnungssiedlung. Da habe ich hier eine eigene Wohnung. Da gehört jetzt auf jeden Fall mal dieser Pool hier dazu. Mega, mega groß auf jeden Fall. Hier oben drin habe ich noch ein Fitnessstudio. Sehr, sehr klein. Da gehe ich jetzt nicht hoch. Da sind vielleicht zwei, drei Geräte drin und ein paar Laufbänder. Und jetzt gehen wir mal in die Wohnung. Was geht ab? Wir befinden uns jetzt hier in meiner Wohnung. Und wir kommen jetzt einfach mal zu den Kosten, was ihr hier so in Thailand braucht. An Geld im Monat, an Fixkosten, sage ich jetzt mal. Und als allererstes kommt dann da die Versicherung mit den 50 Euro. Die sind auf jeden Fall immer dabei. 50 bis 70 Euro kommt dann darauf an, wo ihr euch versichert. Dann habt ihr die Ausgaben für eure Wohnung, euer Haus, je nachdem, wo ihr wohnt. Und wenn ihr das relativ günstig halten wollt, dann gibt es die Möglichkeit immer, also nicht auf booking.com oder auf solchen regulären Seiten zu schauen, sondern immer auf Facebook Marktplatz. Das ist dann aber auch immer nur möglich, wenn ihr mal mindestens einen Monat lang an einem Ort bleibt, weil die werden meistens nur für einen Monat vermietet. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr das auch mal für zwei Wochen machen, dass ihr da auf Facebook Marktplatz was findet. Und hier findet ihr immer schöne kleine Wohnungen, schöne kleine Bungalows für um die 7.000 bis 10.000 Baht pro Monat. Ich zahle jetzt hier für meine Wohnung gerade, wo ich mich drin befinde, 8.000 Baht im Monat. Da kommt dann noch die Kosten für die Klimaanlage, also Strom einfach dazu. Und es sind dann ungefähr um die 2.000 Baht, je nachdem wie viele hier heizt. Also insgesamt komme ich hier auf einen Betrag von ca. 10.000 Baht. Und das sind so um die 250 bis 270 Euro im Monat für meine Wohnung. Thailand braucht ihr hier auf jeden Fall definitiv immer einen Roller. Da gibt es die Möglichkeit, dann den Roller zu kaufen. Wenn ihr länger hier seid, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Lohnt sich auch eigentlich schon auf jeden Fall, wenn ihr mal mindestens drei Monate hier seid. Ich habe jetzt immer nur meinen Roller gemietet, die sechs Monate, und habe da im Monat circa immer 3.000 Baht gezahlt. Also so um die 80 Euro mit Sprit. Im Monat waren es dann immer so um die 100 Euro, was ich hier für einen Roller an Kosten habt. Falls ihr euch einen Roller kaufen wollt, dann gibt es hier auf jeden Fall die Möglichkeit, euch überall einen Roller zu kaufen. Wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, Facebook Marktplatz. Ab 10.000 Baht im Monat könnt ihr euch hier einen Roller kaufen, den ihr dann nachher wieder, wenn ihr hier Thailand verlasst, auch wieder verkaufen könnt. Ja, das war's dann auch hier schon mit den ganzen Fixkosten. Dann habt ihr eure Haus, eure Versicherung und euren Roller, und das ist damit auch schon gut abgedeckt. Falls ihr ein Fitnessstudio braucht, das kostet hier so zwischen 25 und 40 Euro im Monat. Ein Fitnessstudio solltet ihr auf jeden Fall besuchen, weil ein Fitnessstudio bringt euch nur Vorteile. Und alles, was einem nur Vorteile im Leben bringt, das sollte man definitiv machen. Jetzt kommen wir noch zum Essen und zu den Partys. Essen ist hier auswärts deutlich günstiger als in Deutschland. Also da zahlt ihr mal für ein schönes, gutes Essen mit Getränk um die 2 bis 3 Euro hier auswärts. Ihr könnt natürlich auch teurer essen gehen, aber so 2 bis 4 Euro mit Getränk ist eigentlich so Durchschnitt, was man hier zahlt für ein Essen. Der Supermarkt ist etwas teurer, also wenn ihr hier selber kocht, dann wird es wahrscheinlich etwas teurer noch als in Deutschland, gerade auch Käse und Milchprodukte und so welche Sachen sind teurer als in Deutschland. Also da lohnt es sich auf jeden Fall schon mindestens zweimal am Tag auswärts essen zu gehen. Und die Partys sind hier auf jeden Fall schon günstiger als in Deutschland. Da zahlt ihr hier auf einer Party für ein Bier vielleicht 80 Baht, so 2 bis 3 Euro. Und ist auch meistens Eintritt frei. Auf Koh Phangan kostet es fast immer Eintritt. Auf den anderen Inseln und hier in Phuket sind die Partys immer Eintritt frei. Und ihr könnt hier auch zum Beispiel auf Phuket für 800 Baht zahlt ihr in der größten Diskothek hier in Phuket. Illusion heißt die. Da zahlt ihr 800 Baht und dann habt ihr da den ganzen Abend frei trinken und freisaufen und müsst dann überhaupt nichts mehr zahlen für 800 Baht, alles erledigt, zack, 20, 25 Euro und ihr könnt euch da richtig die Kante geben. Und das war's dann jetzt auch schon mit den kompletten Kosten. Ihr habt hier dann eure Wohnung, euren Roller, eure Versicherung, Essen und die Partys, wenn ihr auf Partys geht, und mehr braucht ihr überhaupt nicht. Und insgesamt kommen wir dann hier auf einen Betrag
von ungefähr 700 bis 800 Euro, wenn ihr sparsam mit eurem Geld umgeht. Ich habe die ersten 3 Monate in Kopangan ungefähr jeden Monat über 2000 Euro gebraucht. Da waren in 3 Monaten, glaube ich, 7.000 oder 8.000 Euro bei mir weg, einfach weil ich 3 bis 4 Mal die Woche Party gemacht habe. Also man kann das ja auch nicht unterschätzen und dann jeden Tag wirklich hier Party machen, weil man denkt, Party ist so günstig und Thailand so günstig. Da läppert sich dann schon ganz ordentlich was zusammen. Und das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar Einblicke geben und euch ein bisschen inspirieren, hier nach Thailand zu kommen. Kommt auf jeden Fall, es lohnt sich, es ist eine Investition in euch selber. Kündigt euren Job und dann sehen wir uns bald hier in Thailand.